Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt Kleiner Wurm, Rittersporn und die ist neu. Mathilde! 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 Oh, Rage. So, bevor wir es vergessen, aktivieren wir diesen Dingsbums, ja, Obelisken da. In diesem rosa Parfüm da drin. Genau. Der so eingenebelt ist. Genau. Och nee, was ist denn jetzt los? Viecher. Ich will doch nur hier kurz was aktivieren. Scheiß Spinn. So, Obelisk eingestellt. Ich interagiere mit ihm und mein Armband. Aua! Ah. Scheiß Spinn, ey. Ich habe interagiert. Jetzt. Ich weiß gar nicht, schon wieder ein, zwei Tage her, als wir gespielt haben, ne? Scheiß Arbeit. Abschaffen sollte man das. Dafür kriegst du aber Geld. Aber vielleicht habe ich ja im Lotto gewonnen. Muss man ja gucken. Ja. Schön Euro-Lotto. Genau. Hätte ich auch kein Problem mit. Ja, genau. Letztes Mal sind wir ja da durch diesen Kopf gegangen und da wurde mir ein bisschen zu kalt. Ich fand übrigens da diesen Tipp, ich glaube Ulrich hatte den gegeben, dass man einfach seinen Begleitern sozusagen Wechselkleidung anzieht. Fand ich übrigens ganz pfiffig. Könnte man ja so angehen, sobald man mal wieder in der Basis ist. Ja, aber erstmal erkunden wir noch ein bisschen hier, oder? Erstmal erkunden wir noch. Bisschen haben wir ja noch. Genau. Genau, da ist irgendwie so ein Gebäude Schrein mit einer Spinne und drauf. Genau. Und ein Gottesanbeterin ist auch noch drauf. Ups. Man schießt ja wieder anders. Ich habe das nur ein bisschen wie bei Mountain Blade drin, dass man so höher zielen muss. Los! Attacke! Was immer da alles ist. Haben die mal mit Mountain Blade etwa eine realistische Dings? Naja, realistisch würde ich nicht sagen, aber oh, verfallener Vorposten. Aber du musst ein bisschen höher zielen, um da Leute mit dem Bogen zu treffen. Hey! Irgendwas spuckt mich hier wieder an. Ich glaube, das kam von hinten. Ich habe dich gerecht. Oh, was bist du denn? Ich bin einfach mal hochgegangen. Ich dachte, die kämpfen unsere Lungs. Aber es sieht nur so eklig aus, aber ist nicht so schlimm. Tut nur ein bisschen weh. Es ist auf jeden Fall tot. Ja, es hat mich vergiftet, du Arschloch. Ach ja, das ist eine Sandechse. Zumindest hat das Sandechsen Giftdrüsen. Tja. So. Oh, hier ist nichts, super. Voller Vorposten. Ja. Wenn man hier direkt weiter drauf bauen könnte, wäre cool. Den Vorposten wieder aufbauen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier tatsächlich nicht möglich ist, was. Ja, würde ich auch sagen, ist bestimmt gesperrt. Ja, aber wir könnten diesem Flussdingens einfach mal folgen. Dem Flussdingens Bummens. Ja. Dann machen wir das doch. Ah, ich hab da schon wieder Schuhschnäbel gesehen, Drecksviecher. Gegen die hast du eine persönliche Vendetta, oder? Ja, die hasse ich. Genauso wie so eine ganz spezielle Band. Ah, die hasse ich auch. Die du sogar noch schlimmer findest, man glaubt es kaum, als hier Helene Fischer. Pieksig, du Spinne! Oh, aber die haben den Schuhschnabel getötet. Bravo, Spinn. Ich hab keinen Bock auf dieses ganze Kleingesocks hier. So. Oh. Puh. Ganze Zeug brauchen wir noch nicht.
Aber im Baum kann man ja wieder hochgehen. Ist das ein anderes Krokodil? Sieht das irgendwie anders aus? Nee, hab ich mir nur eingebildet. Das sieht anders aus, oder? Wir haben schon ewig kein Krokodil mehr gesehen. Oh, mein Getreue ist aufgestiegen. Es kann auch sein, dass wir die einfach... Und vor allem, sonst haben wir die eher so in Wüstengebieten gesehen, nicht so in Sumpfgebieten. Was? Vielleicht liegt es auch daran. Oh, da vorne ist Leuchtschlag. Ah, mitnehmen. Mitnehmen, ich brauche Leuchtschleim. Man könnte bestimmt in nächster Zeit... Also ich habe noch 13 Sekunden bei meinem Leuchtstab, sehe ich gerade. Das heißt, ich wollte... Lass mal Leiter laufen, da ist eine Spinne rechts. Bäh. Oh, ein Schuhschnabel. Ach, oh, noch mehr Schuhschnäbel. Oh, ich will da durch die Schlange. Schlange? Rechts, ja. Oh, geh kacken, Junge. Sacred glory in your death. Er will zerstören die ganzen Tiere hier. Guck mal, das ist ein cooler Baum, durch den kann man durchgehen. Ja, und rechts ist eine Schlange, mit der kannst du kuscheln. Das ist Kuschelschlange. Ich glaube, die will eher mit uns kuscheln. Nee, nimm ihr nicht. Attacke! Oh. Macht ja gar nichts. Sie ist tot. Die war ja lame. Oh, aber ich habe einmal Dämonenblut bekommen. Dämonenblut! Lass uns doch durchgehen. Ein schöner Baum. Ja. Oh, sieht gut aus. Mit den Bäumen im Hintergrund. Nett. Hast hoffentlich ein schönes Bild gemacht. Ja, aber du bist zu schnell durchgelaufen. Sorry. Boing. Boing. Weiter links ist gleich wieder unsichtbare Wand oder sowas. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Kackviecher hier. Oh, der sind noch mehr Schlangen. Oh, guck mal, da oben ist ein Dörflein. Wo? Ah! Dörflein! Oh, kämpf mal. Mach die mal fertig da. Die Pfeile prallen ab. Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, keine Pfeile mehr? Und danke, Rittersporn. Juhu, ich hab nochmal Dämonenblut. Und da vorne ist noch so eine große Schlange. Jetzt wird's ja dunkelig hier drin. Eine Schlange? Eine Spinne. Dahinter ist eine Schlange. Ich habe fast nur noch Giftpfeile. Das ist natürlich... Gegen was habe ich denn da geschossen? Kupfzeug? Da habe ich auf die... Waren die Spinne und die Schlange zusammen auf dem Haufen und ich hab's nicht gesehen? Ja, die waren total eng hintereinander. Ah, so, dann dachte ich hab auf die Spinne geschossen, hab auch noch auf die Schlange geschossen oder was? Und ich bräuchte eigentlich, Knochen. Ja, kriegst aber... Spinne! Licht, was brauchst du? Knochen? Juhu, ich hab Knochen bekommen. Ja, es waren nur zwei, aber immerhin. Ha! Sehr gut. Ah, das Menschen! Für 13 Minuten. Wir kommen in Frieden! Oh. Was seid ihr für welche? Du hast auf jeden Fall einen guten Bogen.
Nordheimer Bogenschütze bist. Hm. Aua! Man sieht die ja kaum im Dunkeln, ist ja voll kacke. Ich nehme auf jeden Fall die seltenen Gewürze von dem mit. Alter, was? Ja, ich höre auch gerade nur irgendwer. Ah, da kommt einer. Hallo! Wie von hier? Ah, da! Du bist das! Damit habe ich einen ganzen Müll mitgenommen. Ah, ist auch schon wieder ganz Müll mitgenommen, Mist. Ich box dich. Oh, die hat ihr Beinchen verloren. Das Beinchen ist auch so komisch animiert bei mir. Was haben wir denn hier so? Töpfe. Nichts Gewaltiges. Irgendwie. Aber wenn du Pfeile findest, ich brauche welche. Ich könnte dir auch, wenn welche abgeben. Ich habe noch 96. Ich will die Giftpfeile nicht für einfache Standardgegner verschenken. Das kann ich verstehen. Also ich könnte dir, wie gesagt, ein paar kann ich dir abgeben. Wenn du möchtest. Ja, gib mal ein paar. Hey du! Hast du mal ein paar Pfeile für mich? Danke. Nein, nicht alle! Oh, jetzt hat die alle runtergeworfen. Siehst du sie? Siehst du sie? So, 41 liegt da jetzt noch für dich. Danke! Wollen wir da? Komm mal da weiter. Höhle! Das ist ja nett. Ob da noch die Menschen leben oder ist das vom. Boah, eine richtige Höhle sind nicht. Oben ist. So Halbhöhle. Halbhöhle. Das windet sich hier hoch. Da wird er mir schwindelig. Die Sonne geht langsam wieder auf. Was ist denn, Sackgasse? Weiter geht's nicht. Aber man könnte natürlich gucken. Ich glaube, ich mach. Ob man da hochklettern kann? Ja. Vielleicht hätte ich mich vorher nackig machen sollen. Ja, richtig. Aber es ist ein weiter Weg. Kann man da, wo du gerade bist, stehen? Jo. Oh. Das war irgendwie. E-Man. E-Man, der größte Held in deiner Welt. Ich komme da nicht über drüber, nicht so wie du. Du bist nur geklettert. Oh, ich hoffe, ich kann ja. Oh, Gott sei Dank. Hihi, ich bin ganz oben. Ich komme nicht über diesen Absatz. Jetzt mach das aber. Gott sei Dank. Kann ich hier stehen? Auch wenn es nichts bringt, aber ich finde es cool. Dass man es machen kann, ja. Jo. Oh, oh. Oh, oh. Du schaffst das, He-Man! Nein! Nein, He-Man! Oh, 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 scheiße. Gott sei Dank. He-Man schafft es nicht. Du kein Bock mehr. Vielleicht solltest du auch dein Röckchen ausziehen. Mach dich nackig, du Sau! Nein. Zeig uns deine Eieruhr. Nein. Bin schüchtern. Ja, ich habe in der letzten Folge total gesehen, wie schüchtern du bist. Ja, seitdem bin ich schüchtern geworden. Ach, wieso denn?
Ihr Lieben, sagt doch mal dem Heinrich, dass er nicht schüchtern sein muss mit seiner Eier. Aber nicht hingucken! Nein, Kamera weg! Ah, sie ist so von oben. Alter, hat der helle blonde Haare. Da man sieht den kleinen Wurm. He-Man, diesmal schaffst du's! Ja, diesmal schaffe ich's! Ich bin gleich da! Juhu! Mein He-Man! Zieh dich an! Aber ich fürchte, wir kommen ja gar nicht so weit. Ah, toll! Na klar, du kannst auf diesen Ast weitergehen und dann in den Tod springen. Ich will aber nicht in den Tod springen. Das ist ganz schön tief. Ja, man weiß ja nicht mehr, ob da was... Also wenn da tiefes Wasser wäre, würde ich hier sofort runterspringen. Aber man sieht, dass da kein tiefes Wasser ist. Und in dem Spiel hat man selten irgendwie bisher was gesehen, wo tiefes Wasser ist. Also im Wüstengebiet war ja meistens da gerade mal ein Meter. Ja, aber es hat gereicht. Ne? Wenn man schwimmen konnte, hat es gereicht. Ja, wir können vom Baum wieder runtersteigen. Ja, ich bin dabei. Ich bin ein Baum. Ups, wo sind wir denn hochgekommen? Schön vorsichtig. Okay. Das war doch nicht so großes Aua, wie ich befürchtet habe. Ja, dann sind wir hier schon am oberen Rand, dann könnten wir ein bisschen runter zum Wasser gehen und sind wir ja eigentlich schon... Ja, also wir können ja eigentlich hier diesem Dings folgen, dann sind wir da in der Bucht und da wollten wir ja sowieso nochmal hin, weil wegen Tauchermasken. Stimmt, wenn wir da schon sind. Genau. Ich fand den Baum keine trotzdem gute Idee. Cool. Mir hat der Baum trotzdem sehr gut gefallen. Mit dem Drehwurm. Da bist du. Oh, der ist ein Gorilla. Ja, das ist ein großer. Also aus der Entfernung wirkt er groß. Mal gucken, ob wir von dem einen Kopf kriegen. Och klar, komm. Ich hab das Hackmesser mit. Ich hau auf seinen Hintern. Der hat einen ganz schön runden Hintern, ne? Ja. Und? Nee. Soll ich da sagen, da gibt's noch ein paar andere Gorillas, die könnten wir auch eliminieren. Oh. Wenn du so einen Kopf willst. Also so einen Kopf haben wir halt noch nicht. Eigentlich wollte ich ja keine Gorilla töten. Ja, dann ist das der letzte. Was soll's? Ist auch richtig groß, ne? Nee, schon wieder nicht. Scheiß Verein. Ach, da ist ja auch noch einer. Ja, jetzt haben sie den schon angegriffen, dann müssen wir den auch töten. Alles andere wird hier wieder rein. Ja, aber auch wieder nur dickes Fleisch. Ja, auf dem Weg kommen wir zur Bucht. Das sind Wahlknochen. Ein Wahlknochendurchgang. Oh, das ist der Wahlknochen. Ja, sagte ich gerade schon. Ich war 50 Meter hinter dir und
Hab ein Kaninchen getötet. Und da ist ein weißer Schuhstapel. Ein weißer, jetzt gibt's hier auch noch ein weiß. Oh, ätzend. Ja, der tarnt sich, damit er zwischen den ganzen Knochen nicht so auffällt. Tarnschnabel ist das hier. Der ist auch bestimmt nicht alleine. Da laufen hier 50 weitere Tarnschnäbel rum. Aber da ist ein Mensch. Kaninchen! Zack. Hier sind mehr Menschen, aber gucken wir mal, vielleicht sind die ja nett. Ja, ich pack mal meine Waffe weg. Ich hätte meine auch weggemacht. Ey, du Schmusebacke. Nein, sie sind nicht nett. Oh, die hat auch so dicke Milchbrüste. Ja. Diese Brüste bringen eine Menge Milch. Der hat, die hat Pfeile übrigens, zwei Stück. Ja, der auch. Ich hab sie jetzt von ihr nicht weggenommen, ne? Gesundheit. Ah, das waren die Gewürze. Das waren gerade die Gewürze, die ich eingesammelt habe hier. Ich habe jetzt natürlich keine Giftpfeile mit, so von wegen, Ja, ich glaube, die hattest du verbraucht letztes Mal. Nee, ich hab da glaube ich gar keine mitgenommen. Das ist natürlich super. Aber jetzt, ich habe auch nur um die 40 noch. Ach, ist das eine nette Bucht. Ja. Die haben wir uns ja auch schon mal angeguckt gehabt. Ja, genau. Da haben wir schon alles entdeckt. Und hier soll ja irgendwie... es einen großen... irgendwo in der Ecke. Aha. Ach du, schon wieder. Ich ist das schon, dass der große Gegner hier... so ein Bossgegner. Bossgegner? Ja, von dem wir dann Dings bekommen hier. Wir heißen es gleich. Masken. Atemmasken. Ah, ich glaube, da ist eher hier so. Hallo, bist du nett oder arschig? Arschig. Gibt's nur arschige Leute. Hier, die hat Eisenkopfpfeile für dich. Sehr nett von ihr. Also da oben waren wir ja schon mal. Ja, hier waren wir ja schon, aber ich... Wir können ja hier mal am Rand weiterlaufen. Ich weiß nicht, wo dieser Bossgegner sein soll. Da oben ist auch noch irgendwie eine kleine... ich fühle mich irgendwie so am Strand, Wüstengebiet, fühle ich mich irgendwie wohler als im Dschungelgebiet. Wohl gerade im Dschungelgebiet hat es nicht geregnet, ne? Stimmt. Das war ja was ganz Neues. Ah, oh, Kroko! Ach ja, komm. Einfach nur, weil du nervst. Weißt du was über den Bossgegner? Also kann es auch ein großer Kroko sein. So. Dann werden wir ja wohl schaffen. Ja, 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 ja. Wäre natürlich gut zu wissen, wenn man so... Da ist zum Beispiel ein großes Kroko. Ah, jetzt taucht er erst auf. Warte. Ziehe ich mal meine Giftpfeile rein. Labulier mal ein Ei. Mach mal. Like the cobra exile, my bite is death. Blood of the serpent, enemies at the gate. As the snake strikes, so do I. Du hast keine Chance gegen Legolas. Der hat keine Chance. Auch wenn unsere Jungs gerade durch die Gegend fliegen. Ja. Ich werde deine Hand...
said we'll glory in your death. Blood of the serpent. Enemies at the gate. Ach, kein Bock mehr. Attacke, oh, da macht er richtige Attacken hier. Der schwängelt seinen Schwängelschwanz. Oh, jetzt ist er tot. So, komm her, du Hackmess. So, Dietrich, wir müssen die Uhr von ihm finden. Ich sehe sie. Ich bin noch nicht so weit. Die Wachtklinge. Was kann die Wachtklinge denn so? Eine Doppelklinge. Gesundheitsschaden 61. Ah, ist wieder diese Sache mit der Doppelklinge. Ich bin ein Einhandkämpfer irgendwie. Aber er hat keine Atemmasken, oder? Nein. Egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Oder droppt das auch nur vielleicht per Zufall, weißt du? Ich habe Freunde. Vielleicht ist ja hier hinten irgendwo noch einer. Willst du klettern? Kommst du auf die Idee? Ja, vielleicht ist hier oben großen Gegner. Ich lauf mal hier unten weiter lang. Oh. Ja, ja, heißt leck mich im Arsch. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, wenn du oben bist, dann grüß mal die Götter von mir. Nee, schaffe ich nicht. Zumindest nicht von hier. Hier könnte es jetzt ein bisschen besser aus. Der Scheiß. Ey. Hörst du mal auf, einfach loszulassen, Tussi? Mädel? Was zickst du denn so rum? Hat sie einfach losgelassen? Ah. Vielleicht ist das hier zu glatt. Keine Ahnung. Ja, durch den Regen vielleicht, ne? Der Stein klitscht nass und dann fällt man da schon mal runter. Also ich glaube, mit dem Endboss entweder war das der schon und einfach nur Scheiße gedroppt oder ist der falsche gewesen. Och ey, ich hab keinen Bock auf euch Krokodile, geht kacke.
Das Gute ist, wir sind in der Nähe unserer Dschungelbasis. Das heißt, wir müssen im Zweifelsfall nicht zu Fuß nach Hause zurücklaufen. Wir können uns teleportieren, aber ich würde gerne die Masken haben. Ja, ich auch. Aber erst uns gucken. Wenn wir schon hier sind. Oh, Frau. Ohne BH. So, was gibt's denn hier oben? Der Raum blüht hier genug Pine. Toll, kaum bin ich hier oben, fängt's an zu regnen. So ein Kack, ey. Ah ne, da waren wir ja. Ja. Weil bin ich hier extra hochgelaufen, geht's wieder runter auf die andere Seite. Da bist du. Ja, ich bin einfach ein bisschen weitergelaufen, aber ich bin ja schon fast zu Hause. Ja, ich sehe das schon. An unserer Zwischenbasis. Ja, dann mache ich mich mal auch auf den Weg. Muss ich hier nur wieder runterkommen, ohne zu sterben. Ja. Ich bin nämlich sehr hoch oben. Oh, da geht's herab. Willst du noch höher klettern, ja? Nein, ich kletter nicht noch höher. Das hier reicht. Wisst ihr, wie tief das Wasser ist? Würde ich da runterspringen, aber ich fürchte, das ist nicht tief genug. Ich werde das aber überprüfen, sobald ich unten bin. Von oben sah es aus wie eine Pfütze. Ja. Kannst dich doch trauen. Und? Es wäre nicht tief genug gewesen, denn es ist nur eine Pfütze. Ja gut, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ich weiß. So, du bist jetzt auf dem Weg zur Dschungelbasis, ne? Oder? Ja, ich glaube, ich laufe falsch. Nö. Ja, doch. Ja, wo ist denn unsere Basis? Du müsstest mehr nach rechts. Also von... Wir waren doch irgendwo bei Dagons Auge, oder nicht? Ja, nördlich davon, so ein bisschen. Ach, mutierte Affen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge geht. Das haben wir jetzt nicht geguckt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zurücklaufen, ist ja auch uninteressant. Da können wir mal einen Break machen. Ja, aber was wollen wir denn nächste Folge machen? Wollen wir uns da ums Stern beteiligen? Ich würde nochmal gucken, wie wir in die Masken kommen. Okay. Aber wenn wir hier in der Ecke sind, dass wir uns vielleicht wirklich doch mal um die Masken kümmern. Also gehen wir uns nicht zurück, sondern bleiben erstmal in der Dschungelbasis. Genau. Treffen uns erstmal bei der Dschungelbasis und ach, halt die Fresse, Gorilla. Laufe ich bestimmt wieder falsch. Weil ich weglaufe vor so einem Gorillachen. Yep. Du bist zu weit südlich. Ach du Arschkrampel, du. Ich muss mir das echt mal markieren hier auf dieser Karte. Lass nicht klappen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break und überlegen mal, was wir nächstes Mal machen. Ja, ob Masken oder zurückbeamen. Genau, mal kurz nachlesen. Vielleicht war es ja der Kroko, aber es ist halt random, wann dann, vielleicht spawnt er auch manchmal, wenn er was hat, dann halt so ein Schwertchen und eine Maske, aber nur eine vielleicht oder so. Ja. Oder es war einfach schlichtweg der falsche Bossgegner. Müssen wir ja, mal schauen. Also ich kann mich halt erinnern, dass in den Beschreibungen war, dass wenn wir da an diesem großen Schiffsdings vorbeilaufen, weiter nach Norden, ist da ein Boss und der droppt wohl Atemmasken. Wie der Boss hieß, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Video das war. Müssen wir noch mal gucken, welche Videos das waren überhaupt, als wir hier unten waren.
Fall müssen wir erstmal das richtige Video finden, wo die Kommentare. Ja, stimmt. Naja, ansonsten würde ich sagen, erstmal haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.